Bist du bereit, die Motorhaube zu öffnen? Use Tool für die Tutorials. Und für die Autoteile ist die Mr. Auto App der richtige Reflex. Praktisch, schnell und günstigere Preis als auf der Website. Du findest die im Video verwendete Bolk Autobatterie exklusiv auf der Website von Mr. Auto und als Link in der Beschreibung. Schalte die Zündung deines Autos aus, ziehe die Handbremse an und öffne die Motorhaube, indem du am entsprechenden Hebel ziehst. So kannst du die Autobatterie sehen, die sich rechts im Motorraum befindet. Öffne die Textilabdeckung der Batterie. Klemme niemals zuerst den Pluspol ab, da das ganze Auto am Minuspol angeschlossen ist. Dies kann gefährliche Funken im elektrischen Stromkreis des Autos erzeugen. Nimm dir einen kleinen Steckschlüssel und einen 10 mm Einsatz und entferne damit zuerst die negative Klemme. Sobald du die Klemme abgenommen hast, musst du sie weit genug vom Pol entfernen, damit sie sich nicht unbeabsichtigt wieder mit der Batterie verbindet, was die Fahrzeugelektrik beschädigen könnte. Mache dasselbe mit der positiven Klemme. Um die Batterie zu entfernen, musst du die Halteplatte lösen. Schraube mit einer Ratsche, einer langen Verlängerung und einem 13 mm Einsatz vollständig den Befestigungsbolzen von der Metallhalteplatte ab. Du kannst nun die Halteplatte entfernen. Nimm die Batterie und ihre Textilabdeckung heraus. Schleife nun die Innenseite der Batterieklemmen mit Schleifpapier ab, um die weiße Oxidschicht zu entfernen und langfristig heimtückische Pannen zu vermeiden. Alle Teile, die wir in diesem Tutorial verwenden, stammen von unseren vertrauenswürdigen Partnern, die uns auch dabei helfen. Du kannst sie dir gerne in der Beschreibung ansehen. Du findest die im Video verwendeten Bulkteile und Produkte auf der Website von Mr. Auto und als Link in der Beschreibung. Nimm die neue Batterie. Schmier die Batterieklemmen mit Kupferfett ein, um den Kontakt zwischen den Klemmen und den Polen zu verbessern, aber auch damit sie weniger oxidieren. Setz nun die Textilabdeckung der Batterie wieder ein. Setze die neue Batterie ein und drück sie fest in ihre Halterung. Setz die Halteplatte der Batterie wieder ein und schraube sie mit dem Steckschlüssel an. Verbinde zuerst wieder den Pluspol. Schraube ihn mit einem Steckschlüssel und einem 10 mm Einsatz an. Und mache dann dasselbe mit der negativen Klemme. Schließe die Textilabdeckung wieder. Vorgang beendet. Hallo, ich bin Opa von Newstool. Ich hoffe, dieses Video hat dir bei der Wartung deines Autos geholfen. Hilf auch du uns, diesen Kanal bekannter zu machen, damit wir noch mehr Tutorials produzieren können. Es ist ganz einfach. Ein Like, ein Kommentar und abonniere dich. Das hilft uns extrem. Also dann, danke!